auf, welche Units Schaden kriegen und welche nicht. Ne? Das heißt, wenn ich da 3, 4 zusätzliche Kolosse reingebe, ja, auf welchen geht man? Welcher ist echt, welcher ist eine Halluzination? Aber auch da massig Upgrades auf Seiten von Edelscott. Und ja, da geht Naruto wieder vor, stimmt sich wieder, geht direkt auf die Einheiten, da, also der erste Kolosse ist down, zieht sich jetzt aber ein Stück zurück und versucht jetzt aber auch den Immortal praktisch rauszuholen, stimmt sich jetzt nochmal, holt die nächsten Units, geht auf die nächsten Units, hier die Vikings, da fällt aber ein Viking nach dem anderen, aber auch Edelscott mittlerweile keine Kolosse mehr. Edelscott zieht jetzt aber auch die Drohnen hinzu und da gibt es einen Hit and Run von Naruto. Naruto hat nur noch einen Medivac, was stark angeschlagen ist und kaum noch Energie hat, aber was immer noch heilt. Und Naruto geht aber direkt vorwärts, will es auf jeden Fall wissen, macht hier wieder schön Hit and Run, aber hier sind wiederum einige Stalker. Die Stalker tun natürlich weh, aber die Marauder-Anzahl hat es nicht allzu schwer mit den Hetzern und da sehen wir es wieder. Edelscott hat wieder die Drohnen hinzugeholt, aber schönes Hit and Run vom Naruto, aber jetzt auch das Medivac zerstört. Naruto kann sich im Prinzip nicht mehr steamen, da fällt noch einer und gehen wir nebenbei wieder aufs Einkommen, da sehen wir, er war auf fast 40 Drohnen, muss jetzt auf jeden Fall wieder nachbauen, das hat ihm sehr viel gekostet, auch an Units. Wenn man überlegt, waren auf jeden Fall 3 Kolosse vorhanden, ein paar Berserker, Protektoren und Hetzer. Von daher hat er viel verloren, was auch die nicht Drohnen, sondern Sonden natürlich angeht. Schauen wir mal. Und hier die Rex von Naruto, mal schauen, ob sie direkt was baut oder ob sie einfach nur lustig ist und sich einfach reinstellt, um sich zu haben. Ne? Wird sich auf jeden Fall gleich zeigen, gehen wir direkt wieder das Production etwas sehen. Auch Naruto baut weiterhin schön WBFs. Hier der Beobachter wieder, das heißt, Edelscott weiß auf jeden Fall, dass Naruto sich jetzt vorwärts bewegt. Hier schauen wir mal, gut, Naruto ist supply-blocked, muss da auf jeden Fall was tun und geht her und baut Helions und setzt sie direkt rein, aber da ist eine Kanone. Mal schauen, ob Naruto das weiß. Nein, Naruto weiß es nicht. Das heißt, die Helions werden ziemlich schnell draufgehen. Sind zwar schnell, aber da muss er auf jeden Fall dann von der anderen Seite rangehen, aber auch da hat die Kanone, hat er große Range. Und da bewegt sich aber jetzt Naruto wieder vorwärts. Nur eine kleine Armee von Edelscott, aber auch wieder ein Kolosse vorhanden und da macht Naruto wieder schön Hit and Run, hat 2 Medivacs, die Medivacs heilen, was das Zeug geht und ja, Naruto tiest immer wieder, Edelscott zieht sich zurück, Naruto nutzt das natürlich, um einige Hits zu landen, der Kolosse fast down, aber nicht ganz down und da werden die Units einfach wieder gestimmt und ja, der Kolosse hat noch 5 Hits, 2 Hits und da ist der Kolosse down, jetzt kann er schön Hit and Run machen, Wächterschild im Gegensatz zu Edelscott auf jeden Fall gemacht. Er hat Edelscott diesmal nicht so viel verloren, aber er hat wieder einen Kolosse verloren. Mal schauen, ob er eventuell das Templar-Archiv für die High Templar sehen. Das wäre sicher nicht verkehrt auf dem Bio-Bild, die Storms, aber ist auch eine Ressourcensache. Ne? So, gehen wir mal her, schauen wir mal. Gut, Edelscott gibt natürlich seine Mineralien gut aus, da sieht man es auch, Naruto pumpt, was das Zeug hält, aber Naruto holt sich jetzt einfach die dritte Echse und ja, wird einfach davonziehen. Wenn wir schauen, hier die Main im Prinzip leer, diese Main, nicht ganz leer, hat auch jetzt aufgehört, hier weiter zu produzieren und da bewegt sich aber Naruto wieder vorwärts, hat wieder ein paar Units holen können und da ist aber ein weiterer Koloss. Dieser Koloss ist aber nicht echt, aber das weiß natürlich Naruto nicht. Er denkt jetzt natürlich, hey, das sind 2 Kolosse, hier der Ansturm, und geht direkt drauf, stoppt kurz und geht jetzt aber auch ins Spielgeschehen. Der erste Kolosse ist down, aber das war nur eine Illusion. Und da zieht sich aber Naruto jetzt zurück und verliert aber noch ein Viking und ja, ein Marauder. Ja, hat sich halt einbildet, ich schaffe das, ich bin alleine. Nein, natürlich nicht. Wir dann unter anderem einen Wegpunkt gesetzt haben, schauen wir mal. Gut, na, die Wegpunkte sind da unten gesetzt, vielleicht hat er es jetzt auch umgesetzt, wird sich zeigen. Und Naruto ist hier immer noch mit einer Factory. Langsam hat das aber auch Edelscott mitgekriegt und wird jetzt versuchen, diese Factory runterzuholen. Ne? So, da schauen wir mal runter, wie sich das jetzt auch vom Einkommen gibt. Gehen wir mal aufs Einkommen schauen. Ja, mittlerweile 56 zu 38. Edelscott ist mittlerweile wieder auf alter Höhe, kann man so sagen. Aber das Problem, die Main ist fast aus. Hier ist noch einiges zu holen, sollte aber auf jeden Fall wechseln. Jetzt kommt es gleich wieder zum Go. Gehen wir uns die Einheiten anschauen. Da haben wir 4 Medivacs, 2 Vikings, massig Marauder und halt kaum Space Marines, was nicht zu verdenken ist.
ist, unter anderem durch die Kolosse. Und ja, da haben wir halt 9 Stalker, 3 Protektoren und ja, ihr seht es ja eh. Gehen wir wieder aufs Production Tab nebenbei, beziehungsweise gehen wir mal auf die APM. Hier haben wir die APM und da kommt es zum nächsten Kampf. Hier die Kolosse von der Seite rein und da bewegt sich aber Naruto mit einem schönen Hit and Run. Und hier ein Stasisfeld gesetzt und da hat Edelscott auf jeden Fall seine Kolosse verloren, weil Naruto einfach nach rechts gegangen ist. Da hätte er vorsichtiger sein müssen. Jetzt geht aber auch Edelscott zurück, aber Naruto steamt sich einfach und läuft hinterher und holt sich da eine Unit nach der anderen. Zumindest hat er es gerade eben noch gemacht. Jetzt ist der Steam wieder aus, ein Medivac noch vorhanden und das ist einfach ein Wahnsinn, was die beiden machen. Gefällt mir persönlich sehr gut, obwohl ich kein Terraner bin oder ein Protospieler. Ja, und da kommt es zum nächsten Kampf. Der nächste Kolosse ist im Prinzip gefallen. Ein Medivac steht noch. Die Vikings können nicht wirklich was machen, aber da kommt auch das nächste Medivac. Und die Marauder machen einfach massiven Schaden auf Seiten von Edelscott, aber schon das 1er Damage Upgrade. Und da zieht sich Edelscott zurück, holt neue Units rein, holt wiederum Berserker rein. Aber ja, die Berserker kriegen schon mächtig Schaden, bevor da irgendwas ist, und geht jetzt direkt auf die Exe, beziehungsweise will sich jetzt auch den letzten Hetzer holen, hat den zerstört. Da kommt AWP. Habe ich mir unter anderem sagen lassen, dass es Well Play heißt, ne? Also Blade. Und Naruto antwortet natürlich mit einem GG und ja, Edelscott hat das Spiel verlassen, war auf jeden Fall ein schönes Spiel, hat mir recht gut gefallen. Dazu sei gemerkt, ich habe da in dem Bild mehr oder weniger, hier haben wir es auch, das Tempelarchiv ist ja gut, er hat mit der Kolosse ist einigermaßen gut gegangen, aber Naruto hat ein sehr gutes Micro an den Tag legt und hat immer aufpasst. Und ja, hat er auf jeden Fall das 1:0 in dem Best of 3 gut gemeistert. Hat mir sehr gut gefallen. Wenn es euch auch gefallen hat, dann klickt doch bitte auf den Magisch-Button und abonniert mich, gell? Euer Little Yoshi.